meine Tipps, die ich dafür Fußball-WM 2014 Brasilien gespielt habe. Heute geht's ja los mit Brasilien gegen Kroatien. Mein Tipp ist 3:1 für Brasilien, weil Brasilien schätzt sich das gut ein. Mexiko, Kamerun 1:2 und so. Brasilien, Mexiko 3:2, Kamerun, Kroatien 2:0, Kamerun, Brasilien 2:2 und Kroatien, Mexiko 1:2. Und werde dann hier die ganzen Ergebnisse einblenden, soweit ich sie weiß. Das ist Gruppe A. Gruppe B geht hier los. Spanien, Niederlande. Nein, da würde ich natürlich so denken, wie bei der WM 2010 gespielt haben. 1:0 für Spanien. Und da sieht man hier natürlich die anderen Tipps. Chile, Australien, Niederlande. Spanien, Chile, Australien, Spanien und Niederlande, Chile. Also ich würde schätzen, dass Spanien da auf jeden Fall erster wird, nur Chile raus könnte. Kolumbien, Griechenland, Elfenbeinküste und Japan sind so, würde ich relativ ausgeglichen denken. Uruguay, Costa Rica, England und Italien. Also ich denke, Italien würde weiterkommen und Uruguay würde weiterkommen. Uruguay könnte knapp werden, aber könnte auch mit England auch noch sein. Könnte knapp werden. Und da denke ich auf jeden Fall, dass Schweiz, nein, Frankreich kommt weiter. Und dann würde ich hier noch Ecuador weiterlaufen lassen. Da habe ich einen Fehler gemacht. Argentinien gegen Bosnien. Da Argentinien, Bosnien, Iran und Nigeria würde ich das so einschätzen, wenn man hier sieht. Also ich würde denken, dass Bosnien und Iran ungefähr gleich sind. Dass die rausfliegen, aber Nigeria und Argentinien, Argentinien ist ziemlich gut, die sind schon mal Weltmeister geworden. Und da kommt jetzt die entscheidende Gruppe G mit Deutschland. Da denke ich, das könnte knapp werden und hier denke ich, dass Deutschland gewinnen würde. Dass Deutschland und Portugal so ungefähr gleich werden. Vielleicht wird Portugal erster und Deutschland zweiter, aber das macht ja nichts. Erst beiden kommen wir weiter. Und dann noch die Gruppe H. Da würde ich denken, Russland, das würde Russland und Korea würden ungefähr gleich sein und insgesamt ausgeglichenes Spiel. Und hier werden dann die ganzen Achtelfinale erscheinen. Und nicht, wenn die alle feststehen. Da werden die ganzen Viertelfinalspiele erscheinen. Da die ganzen Halbfinalspiele. Da das Spiel am dritten Platz. Und hier das alles entscheidende Finale. Und der Weltmeister ist geworden. Hoffentlich wird es natürlich Deutschland, das Weltmeister wird. Wäre natürlich schön. Ich wünsche erstmal noch schönen Tage mit der WM und viel Glück noch für Deutschland.